1950 bin ich also fertig geworden. 1964 habe ich in Graz abgeschlossen. Ich habe dann 1974 promoviert. Bin 1978 fertig geworden. Ich habe mein Studium 1983 abgeschlossen. Sponsion hatte ich im März 87. Ich habe 1990 promoviert. Ich habe im Frühjahr 1996 das Studium abgeschlossen. Ich habe 1998, glaube ich, aufgehört zum Studieren. Bei Breiml und in der Skispringerzeit damals hat sich doch sehr vieles um dieses Mentale auch gedreht und um die Hintergründe der Leistungsentwicklung. Kann auch fast sagen, sportphilosophisch hat Breiml eine neue Kultur begründet. Und deshalb haben mich diese Dinge schon interessiert, wie das alles erklärbar ist, was wir gemacht haben, ob es noch bessere Interpretationsmodelle gibt, und deshalb hat es mich da hineingezogen, ein bisschen in die Psychologie und in die Philosophie, auch Sport sowieso. Meine Eltern haben natürlich vollkommen zusammengezuckt bei dem Gedanken, dass ich Berufsmusiker werden will, und deswegen habe ich eigentlich zur Beruhigung meiner Eltern dann in Graz Jus studiert. Es war, das kann man sich heute fast nicht vorstellen, eine so starke Mischung von Angst, von Leid, riesige Bombenschäden, so viele Menschen gefallen. Und natürlich ist in jedem auch drinnen gesteckt, ich bin davongekommen. Bei aller Liebe für Germanistik und Geschichte ist mir gekommen, ich möchte irgendwas, ich sag's mal, Sinnvolles tun mit den Menschen. Und dort ist eigentlich dieser schon längst weggelegte Wunsch, Priester zu werden, wieder gekommen. Vielleicht ist es bei Kindern, die aus einfacheren Verhältnissen kommen, so, dass sie, so wie ich, da oder dort den Wunsch eben haben, ich möchte auch in der Wirtschaft tätig sein, ich möchte Manager werden. Ich habe zunächst mit einem Psychologiestudium begonnen, weil mich der Mensch auch immer sehr interessiert hat, hatte aber schon Biologie als Nebenfach, und es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass eigentlich die Biologie das ist, was mich interessiert. Habe dann uminskribiert auf Zoologie Hauptfach und Botanik Nebenfach. Ja, im Jahr 1989 habe ich am akademischen Gymnasium maturiert und bin im Oktober frohen Mutes an die Karl-Franzens-Universität und habe unter der Matrikelnummer 8911528 Aufnahme gefunden, um dort mit dem Jus-Studium zu beginnen. Ich hatte da eine Kunstgeschichte-Professorin, die Frau Professor Borta, die mir die Kunstgeschichte so schmackhaft machte im Unterrichtsfach, dass es für mich feststand, ich studiere Kunstgeschichte. Das war halt auch das Schöne am Englisch- und Französischstudium, man hat immer einen Grund gehabt, warum man irgendwo hinfahren muss. In Altaussee lebend, wo jeder Horizont von irgendeinem Berg verstellt ist, war für mich das Fernweh oder die Sehnsucht nach dem ganz anderen besonders groß. Und ich habe dann eigentlich gedacht, ich werde entweder Arabistik oder Judaistik oder Iranistik oder Türkologie oder so etwas studieren, und bin eben an die Uni gegangen. Und man hat mir immer erklärt, haben wir nicht. Und irgendein Mann hat dann zu mir gesagt, aber wissen Sie was, machen Sie Türkisch, das ist auch von da und das haben Und ich denke schon mit einem großen Respekt an die Professoren, die wir gehabt haben. Es waren wirklich schreckliche Typen unterwegs damals, wirklich. Das gibt es heute nicht mehr, glaube ich. Ich habe vor allem auf der Philosophie bei Topitsch und Goetschel ganz große Denker kennengelernt. Zum Beispiel der Professor Newby auf der Anglistik war für mich super. Zum Beispiel Professor Bernd Schilcher. Professor Otto Kepka. Das war der Professor Hansemann. Insbesondere Professor Lechner. Otto Weinberger. Hage Franz aus Dresden.
Dann auch an Herrn Professor Schuster. Er hat ja auch so die Grundlagenvorlesungen gemacht und hat da zum Beispiel einmal während einer Vorlesung mit sehr viel Begeisterung über den Zoo San Diego erzählt und hat damit vielleicht ein bisschen den Grundstein gelegt, warum ich mich begonnen habe, für Tiergärten zu interessieren. Wir hatten nur einen Lehrer, nicht? Also Tolan Koçak, ein sehr guter Lehrer, ein Türkischlehrer. Aber das war's dann auch. Ohne diese Auslandssemester wäre also gar nichts gewesen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie die Ausdörrung in der Hitlerzeit, es hat ja kein Buch gegeben und es war nicht erwünscht, das zu lesen. Es gab natürlich etwas, einen absoluten Mangel an Büchern. Wir hatten eine sogenannte UB-Runde, das war eigentlich ein Fixpunkt in meiner Studienzeit. Weil dieser alte Lesesaal der UB irgendwie so fast ein zweites Zuhause war. Und wir haben schon versucht, dort möglichst frühzeitig dort zu sein, um den Stammplatz zu reservieren. Es war damals immer mein Wunsch, ich hätte eigentlich gerne ein kleines Messingschild am Stammplatz gehabt, dass meine eifrige Lernzeit dort auch dokumentiert. Ja, ich habe ja schon mit 21 Jahren geheiratet, also ich war auch sehr jung damals schon verheiratet und genau am selben Tag, als ich meine letzte Prüfung bei Professor Swoboda in Industriebetriebslehre gemacht habe, damals in der Hans-Sachs-Gasse war das Institut, ich werde es nie vergessen, habe ich bereits die Tragtasche im Auto gehabt, um meine Tochter vom Sanatorium abzuholen, das werde ich auch nie vergessen. Ich habe 4 Jahre lang an dieser Dissertation gearbeitet, aber nicht, weil ich einfach so langsam war, sondern weil so viel an Material war. Ich bin zum Beispiel 1,5 Jahre nur im Archiv gesessen. Die Lust, Neues zu suchen, Neues zu finden, die Lust zum Lesen ganz schlicht, das war schon etwas Wichtiges. Und für mich war es zumindest sehr wichtig, und da möchte ich die Philosophie in den Vordergrund stellen, einfach erkenntnistheoretisch Aufgaben angehen zu können und die Hintergründe zu durchleuchten und sich nichts vorzumachen. Das ist etwas, was mir sehr viel bedeutet, womit ich natürlich auch manches Mal anecke, weil in einer kommerzialisierten Welt nicht unbedingt die Wahrheit und die Erkenntnis gesucht wird, sondern das, was Geld bringt und was funktioniert. Ich habe damals schulterlange Haare gehabt als Musiker. Sowieso, aber auch als Überzeugung. Und auf der Uni habe ich natürlich dauernd das Gefühl gehabt, wenn ich mich mit den schulterlangen Haaren dort zeige, dann komme ich sowieso nie zu einem Ergebnis. Und deswegen habe ich das erste Mal eine Freundin gebeten, ob sie mir die Haare irgendwie ein bisschen richten kann. Und, so. Und die hat mir dann mit Spangerln und mit viel Taft hat mir meine langen Haare umgekippt und hat ein bisschen kürzere Deckhaare oben drüber und eingespangerelt. Und dann habe ich mir noch die Brillen aufgesetzt, damit ich noch ein bisschen weniger wie ein Hippie ausschaue. Und dann ist es tatsächlich durchgegangen.